Gefälle zu steil? Willst du mich ver... Ja, okay. Das gebe ich mal offen und ehrlich zu. Das könnte sogar im Bereich des Möglichen liegen, dass die einfach mal zu steil ist. Nee, nee, nee. Habe ich schon mal gesagt, dass Autobahnen zu bauen ein bisschen schwierig ist? Habe ich das schon mal erwähnt? Fälle zu steil. So, natürlich so weit wie möglich hier zurückziehen. Ja, so. Und dann... So. Ah, nee. Oh, nee. Was mache ich denn schon wieder? So. Fälle zu steil. Das ist doch nicht so hoch. Jetzt habe ich Ort ist bereits belegt. Ja, ist klar. Wie ein belegtes Brötchen schon wieder. Kriege ich das auch in schön hin? So. Ort ist bereits belegt. Muss ich da jetzt so einen kleinen Nödel hier raus machen? So. So passt's. So, sieht zwar seltsam aus, aber ich hoffe, es erfüllt den Zweck, den es mal haben sollte. Ach, jetzt hat der da drüben keinen Strom mehr. Stehst doch eben Strom. Hä? Ach so, shit. Die ist noch ein bisschen verkehrt. Das ist meine Auffahrt. Jetzt brauche ich natürlich eine Abfahrt. So brauche ich sie. So, und dann lassen wir mal ein bisschen schneller laufen. So, jetzt fahren die natürlich... Ach so, hier auf die Autobahn. Das war jetzt nicht unbedingt meine Intention, aber die funktioniert. Die funktioniert. Buslinien sind auch hoffentlich noch ganz. Die habe ich ja mühevoll gemacht. So, die ist ganz. Die ist ganz. Ja, passt. Passt. Ich tue ja was für den Verkehr. Dass der hier mal das Fließen anfangen kann. Aber das ist ein bisschen semi-professionell gelöst, ne? Also es hätte besser gemacht werden können. Das auf alle Fälle. Da muss ich, glaube ich, nochmal nachbessern. Wartet. Nö, so kann ich das nicht lassen. Ich muss die Kreuzung da irgendwie wegbekommen. Die muss ich einfach da wegbekommen. Das hilft alles nicht. Nimm die hier. So, perfekt. Die ist schon mal weg. Dann muss ich die Abfahrt auch noch irgendwie hier reinbringen. Die Abfahrt muss ich auch noch irgendwie hier reinbringen. So. Abwärts. Abwärts geht nicht mehr. Ort ist bereits belegt und Gefälle ist zu steil. Finde ich jetzt mal persönlich ein bisschen schade. Gefälle zu steil, wirklich. Ort ist bereits belegt. Na, komm ich... Ja, ich bin hingekommen. Es sieht zwar kacke aus, aber hey, da können wir doch ein bisschen was abreißen.
Hoffe ich jetzt mal. Perfekt! Perfekt! Mit viel Rumgetue hat es endlich funktioniert. Geil. So. Ja. Es ist immer so ein Erfolgserlebnis, wenn es dann doch endlich hinhaut. So, natürlich stören die Ampeln ohne Ende. Ich könnte ja eine Mod installieren, dass die Ampeln wegfallen. Oder dass ich die Ampeln ausschalten könnte, wenn ich sie nicht brauche. Aber will ich jetzt persönlich nicht unbedingt machen. So, Hightech-Gebäude, perfekt. 22.000 machen wir momentan. Und ich brauche ein neues Wohngebiet. Ich brauche ein neues Wohngebiet. Okay, dann machen wir uns eins. Mit einer wunderschönen Auf- und Abfahrt wieder. Irgendwie gefällt mir das. Die muss ich zwar noch ein bisschen abändern, wie das hier. Weil das sieht zumindest schöner aus. Alles andere sieht ein bisschen lächerlich aus. So, jetzt könnte ich natürlich das erstmal anständig laufen lassen. So, danke. Und hier eine Straße ziehen. Bams. Perfekt. Und dann will ich hier eine Straße durch. Und dann nehmen wir die kleineren Straßen. Und ziehen da noch so Linien durch. Damit es einfach mal funktioniert. Alle zu kleine Wohngebiete. Muss jetzt nichts Großes werden. Wieso denn auch? Ich will halt nur ein schönes Wohngebiet haben. So. So, hier einmal ein Querverbinder. Da mache ich auch einen rüber. Was soll der Geiz? Dass auch unsere Einsatztruppen hier schön vorankommen. So, dann schreiben wir ein neues Wohngebiet aus. Das ist natürlich hier in der Ecke. Natürlich ein dicht besiedeltes Wohngebiet. Hier so. Und ja, komm. Nehmen wir das auch noch mit? Nee. Hier kommt erstmal Gewerbegebiet rein. Und hier kommt dann wieder Wohngebiet. Dicht besiedeltes. Und gefällt mir das. Ich hoffe, dass sie die Autobahn hier nutzen. Ist doch eine schöner Durchgangsverkehr. Aber ich glaube, die kommen eher von der Autobahn wieder runter. Ist ja klar. Dann gucken wir mal. Wegen der Krankheit. Uch, da ist ja... Wartet. Das kann ja so nicht abgehen. Wenn ich hier... Achso, hier habe ich schon wieder Zeug stehen. Das ich versetzen muss. Wo ist denn das schon wieder? Alter, hier ist doch irgendwas da. Ah, hier ist es. So, hier hin. Ja, ja, nicht beschweren. Hier wurde ja auch gleich wieder gesetzt. So, haben wir ja schon wieder dort. Perfekt. Krankenhaus. Also ein Krematorium wäre in der Ecke nicht schlecht. Das ist schon mal selbstverständlich. Gesundheitsstand, ach komm, was soll der Geiz? Mache ich eine her. Wasser sieht gut aus. Strom sieht auch noch ordnungsgemäß aus. So, Müll passt auch. Alles in Buddha. Hat man schon. Feuerwehr. Sieht auch gut aus. Könnte schlechter sein. Naja. Ich mach's einfach mal in das Gebiet. Mache ich auch noch eins hin. So. Polizeistation. Da machen wir natürlich mal eine fette wieder her. Dann ist hier die halbe Stadtbevölkerung glücklich. Schulen. Grundschule. Nee, eine Oberschule. Also ich brauche zumindest hier eine Grundschule. Und hier baue ich auch noch eine her. So. Hier mache ich noch eine Oberschule her.
Dann dürften die Kapazitäten bald mal reichen. Alter. Die machen die mich ja arm mit den... mit der Bildung. Was tut man nicht alles für sehr gebildete Leute? So. Jetzt brauchen wir hier natürlich wieder eine neue Buslinie. Für den ganzen Bezirk hier. Alles kein Thema. MG macht das schon. Glaube ich jetzt. Nur wie, ist die Frage. Ist jetzt ehrlich gemeint, aber hey. Was kommt hier so rum? Okay. Mache ich hier hin. Ach so, scheiße. So. So. Nehme ich die Haltestelle mit. Gehe hier hoch. So, es sind zwar ein paar viele Haltestellen, aber lieber zu viel als zu wenige. So, hier wieder durch die Mitte. Ah, nee, die zurück nochmal. Und dann gehe ich hier so hoch. Perfekt. Blau. Ah, nee, die färben wir um. Die färben wir um. Die müssen wir umfärben. Die wird wieder in quietschrosa. So, quietschrosa. So. Zack. Exit. Dann sehen wir die auch schön. Also es werden wirklich immer mehr Leute, die unser Ding nutzen. Unser Fahrstreckensystem. So, jetzt mache ich hier nochmal ein Gewerbegebiet her. So. Und da nochmal ein dicht besiedeltes Wohngebiet. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn ich das so staffle und hin und her gehe. Aber ich probiere es einfach mal. Wieso nicht? So, Solarkraftwerk. Könnte mal wieder ein bisschen Unterstützung brauchen. Deswegen mache ich hier nochmal irgendwo eins her. Da kriege ich keins rein, da auch nicht. Habe ich mich ein bisschen zugebaut mit der Kacke hier. Habe ich eigentlich da unten schon eine Busverbindung? Das ist ja das nächste. Nee, da habe ich keine, ist klar. Ist klar, da habe ich noch nicht dran gedacht. So, neue Linie. So, nehme ich den hier mit. Hier hin und dicht machen. Perfekt. Dann könnte ich ja hier noch ein schönes, gemütliches Wohngebiet hinzimmern. So. Und die Parks und alles. Ich will hier einfach schöne Bäume stehen haben. Ich weiß immer noch nicht, wie man den Ding hier größer macht. Steuerung? Nee. Irgendwie muss man den doch größer machen können. Ich drücke hier jetzt einfach mal... Nee, auf dem Nummernblock ist immer ein bisschen kacke bei mir. So, ich mache hier jetzt einfach random ein paar Bäume rein. Es hilft nicht. Das muss ich einfach so machen, weil ich es anders nicht kann jetzt fürs Erste. Aber wenn mir das einer in den Kommentaren erklären kann, mache ich es gern anders. So. Dann, passt es eigentlich wieder fürs Erste. Meine Leute sind zufrieden. Sie nutzen munter meine Autobahn. Die sich hier doch gut schon übers Feld schlängelt. Strom passt, Wasser passt. Mittlerweile dürfte auch die braune Suppe schon ein bisschen verschwunden sein. Ja, ist sie. Das finde ich schön. Wie die Musik immer leiser wird, wenn man rausscrollt. So, das sieht natürlich auch geil kurios aus. Mit den Autobahnen hier. Aber irgendwo gefällt es mir. Es gefällt mir echt gut. Ah, ich mag meine kleine Stadt. Ohne Scheiß, ohne Witz. Ohne Jux und Dollerei. Die ist schön. Die Auffahrt wird auch gut genutzt. Bin ich jetzt mal kurz am Überlegen, ob ich nicht noch eine zweite Ausfahrt mache.
die sich hier... Das könnte ich eigentlich machen. Wartet. Das setze ich doch gleich mal in die Tat um. Ort ist bereits belegt. Gefälle zu steil. Ach komm. Verarschen. Hier war das Gefälle auch nicht zu stark. Wartet mal. Den könnte ich eigentlich mal wegmachen. Der muss da nicht unbedingt stehen. Ja, bitte entfernen. So, ich will den hier in der Mitte anschließen. So, muss ich wieder mit einer Kurve arbeiten, die dann hier anfängt. Hallo? Nee. Erstmal so. Hallo? Ort bereits belegt. Ich habe doch ganz woanders hingedrückt. Ich verstehe es ab und an nicht. Und so geht's. So, danke. Dann kriegen wir das, glaube ich, ein bisschen besser in den Griff. Jetzt sind sie wieder überfordert, meine guten Leute. Ja? Nun, schon fahren sie alle hoch. Ja, danke. Ja, und wenn noch einer ins Industriegebiet will, nimm da halt das. So. Wie sieht's mit meinen Bussen aus? 2200 Leute ungefähr immer. Das ist schön. Das ist wunderbar. Deswegen dürfen wir uns bald mal überlegen, ob wir ein U-Bahn-Netz bauen. Wäre mal nicht so verkehrt. So ein kleines U-Bahn-Netz? Ja, so quer durch. Mark würde natürlich nochmal mehr Verkehr hier wegnehmen. Und die Leute würden es freuen. Die würden noch lieber hier wohnen wollen. Was haben wir hier für ein Problem? Gebäude in geringem besiedeltem Wohngebiet. Aha, okay. Wieso beschwerst du dich? Hier brennt's, okay. Eigentlich könnte ich wirklich mit den U-Bahnen anfangen. Das ist jedes Mal dasselbe. Okay. Es sieht schon wahnsinnig geil aus. Mir gefällt's. Es sind zwar nur 24.000 Einwohner, aber das kriegen wir auch noch geschissen. So nach und nach. Jetzt müssen wir... Ich will die U-Bahn haben, ohne Scheiß. Bei der Verkehr... Verkehrskarte, danke. Sieht eigentlich schon recht gut aus. Gut, jetzt in die neuen Wohngebiete rein will jeder hinziehen. Ist klar, sowas staut sich natürlich gern dann mal. Den Querverbinder mache ich dann doch lieber mal nochmal weg. Dann könnte sich da nochmal ein bisschen was entlasten. Wie sieht es denn eigentlich parkmäßig aus bei euch? Freizeit habt ihr nicht unbedingt viel. Kriegt ihr einen schönen Park spendiert. Ort bereits belegt. Dann kriegt ihr hier einen hin und hier einen hin. Dann freut ihr euch. Dann machen wir hier noch einen anderen Park her. Boah. Alter, ist der groß. So. Zack. Und der nächste. Da müssen halt ein paar Gebäude dran glauben, aber das ist mir auch mal gepflegt egal. Weil es dann einfach mal schöner wird in unserer Stadt. Alter, 403 Leute innerhalb kürzester Zeit habe ich da jetzt einiges weggebaut, ja. Habe ich natürlich einiges weggemacht. Wie ist denn eigentlich die Grundzufriedenheit? In den Wohngebieten passt's. In den Gewerbegebieten, meh, sind sie ein bisschen unzufrieden. Ich finde es ein bisschen blöd, dass ich mir nachgucken kann, wie es ihnen nicht geht. So, Industriegebiet und Bürogebiet sind zufrieden. Gewerbegebiete sind halt noch unzufrieden. Okay, die meckern halt noch ein bisschen. So, Lärmbelastung. Wie kann denn bitte ein Solarpark laut sein? Okay, man hört Geplätscher. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Das ist ein bisschen schlimmer. Hier, ah, das ist eigentlich blöd. Okay, dann sehe ich das.
Das Industriegebiet macht natürlich einen Höllenlärm zusammen mit der Autobahn und der vielbefahrenen Straße, aber so im Allgemeinen passt's eigentlich. Die Industrie wird sowieso nach und nach verschwinden, umso höher die Bildung wird. Wir haben eh mittlerweile 81% gebildete Mitbürger. Also das ist dann schon super. Durchschnittlicher Bodenrichtwert. Ja, da haben wir relativ hoch, das finde ich gut. Rohstoffe, aha, viel Wald. Hoch, Stadtviertel, nee, habe ich keins, will ich auch keins. So, Freizeit, hier oben sieht es natürlich besser aus als hier unten. Hier unten müssen sie auch arbeiten, das ist ja selbstverständlich. Hier könnte ich noch ein paar Parks vertragen. Deswegen mache ich da auch mal welche. So, könntest du bitte diesen Park hier setzen? Danke. Hier nochmal ein. So, perfekt. Dann sind die auch mal glücklich. So, Wind ist mir eigentlich Wurst. Gesundheit, Durchschnittsgesundheit von 85%. Friedhöfe werden auch leerer. So. Passt eigentlich recht gut. Was ist denn mit euch los? Gebäude in gering besiedeltem Wohngebiet. Hast du da jetzt Probleme mit, dass du hier... Ach so. Die sind kaputt. Sagt es doch halt mal einer. Mensch. Gut. Dann kommen wir nun mal uns endlich mal um eine U-Bahn. Was ist das hier? Ah, Güterbahnhof. Gut. Erstmal die U-Bahn. Erstmal die U-Bahn. Da nochmal ein schönes Netz anlegen, das man irgendwie gebrauchen kann. So, will ich hier rum. Da will ich schön langsam rauskommen. So, Wams. So, da hinten schließe ich gleich mal mit an. Das wird so ne ziemlich das nächste meiner Wohngebiete. Also da habe ich ein paar viele hingestellt. So oft braucht man doch keine U-Bahn-Station. Bin ich jetzt mal so der Meinung. So. Und natürlich, hier kommen auch noch welche her. So. Hier kommt eins her. Hier auch. Hier auch. Dann wäre da hinten natürlich auch nicht so verkehrt. Weil das schließt man ja auch bald irgendwann an. Es kostet natürlich jetzt Unmengen an Geld. Eigentlich könnte ich das eigentlich alles so mal weiterlaufen lassen. So, erstmal ein paar Stationen verteilen. Und dann können wir uns ja die Routen irgendwie noch ausdenken. Das machen wir dann auch. So, hier drinnen. Das könnten wir eigentlich dann mit denen hier anbinden. So. So. Da hinten habe ich noch eine. Da könnte ich einen Kreisverkehr bauen. So. Und so. Gut, dann haben wir die mal gut verteilt. So, ich zoome mal ein bisschen rein. So. Hier nochmal rum. Hier hoch. Natürlich, ich mache jetzt nicht eine lange Linie. Ist ja klar verständlich, weil es doch wieder ziemlich viel Weg ist, was da hier passiert. Deswegen lasse ich das einfach mal so und verbinde mir hier einen Wolf. So, da noch mal. Ach, sieht doch gut aus. Ich mache lieber ein paar Tunnels mehr und kann da natürlich mehr Leute damit befördern, von A nach B und wo sie halt einfach hin wollen. So, ach so, hier habe ich keine. Okay. Dann kann ich eigentlich da so hoch verbinden. So, komm schon. Na, nimm diesen Punkt.
Nimm diesen Punkt und fahre weiter. Hier so ein schönes, gutes Netz aufbauen. Das hoffentlich auch funktioniert. Dass die Leute auch schön umsteigen können. So. Einfach mal genommen, so wie es ist. Dann will ich natürlich hier auch nochmal verbinden. Einmal immer so Querverbinder. Dass ich da einfach freier in meiner Entscheidung bin. Was ich da alles machen kann. Es könnte mir eventuell viel helfen, wenn ich das mache. So. Aber wenn ich jetzt so weiterlaufen lasse, dann geht mir zumindest die Kohle nicht aus. Das hat zumindest schon mal Vorteile. Also die sind schon verbunden. So, jetzt mache ich hier mal kurz Strom hin. Eine kleine Stromtrasse. Die mir hier hilft, die zwei U-Bahn-Stationen noch zu verbinden. So, dann kann ich hier auch schon weiterbauen. So, hier rüber verbinde ich dann auch nochmal. Wenn ich hier schon bin, dann verbinde ich da noch hin. Verbind hier runter. Verbind hier runter. Und verbind hier hin. Natürlich, wartet mal, kann ich da auch nochmal eine kleine U-Bahn-Station einfädeln. Damit die hier auch bedient werden. Und hier drüben dasselbe Prinzip. Mache ich auch eine rein. Damit die einfach glücklicher sind, weil sie alles haben, was sie so brauchen. So, hier kommt ein Tunnel hin. Und hier kommt einer hin. So, und dann hier nochmal so ein Querverbinder. Den lasse ich dann hier hinlaufen. So. Dann habe ich hier ein schönes U-Bahn-Netz. Sieht zumindest schon relativ nice aus. So, dann lege ich natürlich die Linien an. So. Einmal hier so eine Querverbinderbahn. Also erstmal so eine ewig lange Verbindung. Ich kann ja dann kleine auch noch machen, die dann nicht hier so exorbitant rumlaufen. So. Aber so kommen sie, können sie auch eine längere Route fahren. Und dann bin ich schon mal auf der sicheren Seite, was so ziemlich alles verbunden ist. So. Hier wieder zurück. Da ist eine Haltestelle. Und dann kann ich hier schon wieder schließen. So. Linie neu hinzufügen. Hallo? Ich will eine neue Linie. Neue Linie hinzufügen. Danke. Dann will ich nur so einen Querverbinder. Einfach nur, weil ich es kann. So. Ist zwar auch jetzt eine lange Route, aber bei einer U-Bahn eigentlich nicht so wichtig. Geht's hier wieder zurück. Perfekt. Dann machen wir. Puh, ist schon schwierig. Neue Linie. So. Mache ich hier so eine kleine. So eine kleine Linie. Die hier nur so rumfährt. Da bräuchte ich jetzt zwar andere Farben, aber hey, drauf geschissen. Muss ja auch nicht sein. So. Hier nochmal mit rein verbinden. So, dann mache ich hier eine her. Ah, was habe ich denn gemacht? So, ich hätte gern noch eine neue Linie. Ah, danke. Zup. 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 Zup.
So, hier nochmal rum. Hier, hier. Und dann die ganze Chose zurück. So, danke. Da habe ich ja alles schon mal halbwegs verbunden. Also ein paar Leute fahren hier schon munter rum. So, zwischen hier und hier. Hä? Neue Linie hinzufügen. Ach komm. Was soll der Geiz? So. Neue Linie. Haltestelle hinzufügen. Ist zwar eine Geisterbahnlinie und bringt mir nicht viel. Aber... ist ja Wurst. So. Alles immer schön verbinden. Und wenn einfach ein paar Züge mehr unterwegs sind, ist mir das auch Wurst. So, neue Linie. Ist zwar eine kurze U-Bahn-Strecke immer, aber egal. So, neue Linie. Hier. 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 Und dann mache ich hier noch das magische Dreieck. Ach komm, nehmen wir den auch mit. So, hier nochmal hin. Nicht, dass ich die umsonst gebaut habe.